In diesem Video möchte ich dir einfach mal zeigen, wie du kreativ Rahmen in deine Bilder integrieren kannst. Was ich damit meine, wie das funktioniert, das möchte ich dir mal zeigen. Und damit meine ich jetzt nicht so Standardrahmen, die man um seine Bilder drumherum setzt, sondern Rahmen, die man in den Bildern platziert, und zwar um seine Objekte herum. Ich würde sagen, lass uns mal kurz reinspringen und ich zeige dir mal, was ich meine. Also ich meine zum Beispiel solche Geschichten, wie man Rahmen halt kreativ in seine Bilder einbringen kann. Und du siehst, das ist hier mit einer einzigen Ebene gemacht, einfach nur eine Ebene Maske ran. Und da möchte ich dir einfach mal zeigen, wie man sowas ganz schnell realisieren kann. Also ich lösche diese Ebene nochmal und wir bauen das nochmal von Anfang an auf. Also ich lege mir mal eine Farbfläche an, fülle die beispielsweise mal mit Weiß und würde jetzt einmal... ja, diese Ebene Maske invertieren, mir das Auswahlwerkzeug nehmen, also das Rechteck-Auswahlwerkzeug beispielsweise, und würde mir mal ein Rechteck aufziehen, beziehungsweise ein Quadrat. Das mache ich, indem ich die Shift-Taste gedrückt halte. So. Und jetzt würde ich diesen Bereich mit Weiß füllen. Also ich switche Vorder- und Hintergrundfarbe einmal und drücke jetzt die Alt-Taste und Rückschritt, weil dann fülle ich das Ganze nämlich mit der Vordergrundfarbe. Und was für mich jetzt sehr wichtig ist, dass ich diese Auswahl erhalte. Ja, das heißt, ich hebe die Auswahl nicht auf, sondern ich erhalte sie. Und jetzt gehe ich auf Auswahl, Auswahl transformieren und jetzt kann ich ja diese Anfasser nehmen und halte die Shift- und die Alt-Taste gedrückt. Und jetzt ziehe ich nämlich diesen Rahmen, diese Auswahl, zu allen, also von allen Ecken zugleich auf diesen Mittelpunkt zu, auf diesen hier. Ja, und so kann ich mir im Prinzip einen kleinen Rahmen basteln. So zum Beispiel, bestätige das einmal und diesen inneren Bereich, den fülle ich jetzt mit Schwarz. Und das mache ich, indem ich die Command- bzw. Steuerungstaste und die Rückschritttaste gedrückt halte, weil dann fülle ich das Ganze nämlich mit der Hintergrundfarbe, die ist bei mir jetzt schwarz, und dann habe ich so einen Rahmen. Und wenn ich jetzt gewisse Bereiche quasi vor oder hinter den Rahmen rücken lassen möchte, na, dann ist es im Prinzip ganz einfach. Du gehst einfach, zoomst in den Bereich ran, nimmst dir den Pinsel, gehst auf deine Ebenenmaske und malst das jetzt im Prinzip mit Schwarz aus. Ja? Genauso wie das hier drüben. Und jetzt würden wir im Prinzip erreichen, dass das Bein vor den Rahmen ist. Das andere Bein allerdings hinter den Rahmen. Und das gleiche können wir auch mit den Haaren machen. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel gewisse Haare einfach rausnehmen. Beziehungsweise ich würde jetzt den ganzen Rahmen einmal nehmen und würde ihn auf der Ebenenmaske einfach ein Stück nach unten schieben. Den Bereich hier oben, den würde ich jetzt wieder mit Schwarz füllen. Weil dann kann ich nämlich den kompletten Bereich hier hinter den Kopf setzen. So. So zum Beispiel. An den Haaren könnte man natürlich jetzt ein bisschen anders vorgehen, könnte jetzt einzelne Haare quasi wieder vorholen oder einzelne Haare in den Hintergrund rücken und so weiter. So einfach kann man Rahmen in seine Bilder packen. Jetzt möchte ich dir das in diesem Beispiel noch zeigen. Genau das gleiche. Ich lege mir eine Farbfläche an, mit Weiß beispielsweise, invertiere das und mache genau das gleiche. Ich ziehe mir jetzt hier meine Auswahl auf. So. Fülle das Ganze mit Weiß. Gehe auf Auswahl. Auswahl transformieren. Verkleinere das ein bisschen, dass ich einen Grundrahmen habe. Und was ich jetzt mache, ist, den unteren Bereich noch weiter nach innen zu ziehen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt hier beispielsweise noch Text zu stehen habe. Also den inneren Bereich mit Schwarz füllen und jetzt habe ich hier so eine Art Polaroid-Effekt. Jetzt können wir mal Folgendes machen. Wir können hier die Finger, also die Hand im Allgemeinen, in den Vordergrund rücken. So, hier bietet sich das natürlich an, im Vorfeld einen guten Freisteller zu machen, aber es würde auch so gehen. Ich reduziere jetzt mal die Deckkraft, denn dann kann ich hier nämlich ganz einfach die bestehenden Konturen sehen und im Prinzip nachmalen. So, jetzt haben wir hier einen Ring. So,
siehst, mit einer ebenen Maske geht das super schnell. So, jetzt können wir das hier einmal ausmaskieren. Zack. Und den Kopf, den lasse ich hinter den Rahmen und dann würde das Ganze so aussehen. So, jetzt könnte man natürlich Folgendes machen. Man könnte jetzt hier den Rahmen noch hinter den Körper laufen lassen. Also wenn ich das jetzt hier mal so quick and dirty mache. Das könnte man so machen. Und dann würde jetzt im Prinzip der Rahmen so platziert werden. Man könnte jetzt aber auch Folgendes machen. Und zwar könnten wir jetzt einen Text nehmen und könnten hier einen Text reinschreiben. Wie zum Beispiel, ja, lassen wir mal den Platzhaltertext. Das ist in Ordnung. Und den schiebe ich jetzt auf den Rahmen drauf. Dann können wir ein bisschen kleiner machen. So. Und was ich jetzt möchte ist, dass im Prinzip, da wo der Text ist, der weiße Rahmen durchgelöchert ist. Also dass man hier das originale Bild dann quasi sieht. Und das funktioniert ganz einfach. Du könntest natürlich zum einen eine Auswahl von deinem Text machen und diese Auswahl in deiner Ebenenmaske einfach mit Schwarz füllen. Das würde funktionieren. Relativ easy. Es gibt aber noch einen eleganteren Weg, weil so hast du nämlich den Text jetzt direkt in deine Ebenenmaske eingebrannt. Und pass auf, ich zeige dir jetzt noch einen eleganteren Weg. Wir machen einen Doppelklick auf die Textebene und dann hast du hier die Möglichkeit, erweiterten Mischmodus zu nutzen. Und hier funktioniert das jetzt folgendermaßen. Du nimmst die Aussparung und die Aussparung setzt du auf stark. Und was du jetzt machst, ist einfach die Flächendeckkraft auf 0 zu setzen. Dann pass mal auf, was mit dem Text passiert. Er wird durchsichtig. Das hat nämlich folgenden Grund. Alles, was auf dieser Ebene ist, wenn du das auf stark setzt, wird im Prinzip bis zu deiner Hintergrundebene durchgestanzt. Ja? Also stell dir vor, dass hier dieses Lorem Ipsum einmal komplett durch alle Ebenen durchgeht, bis deine Hintergrundebene quasi zum Vorschein kommt. Und deswegen sehen wir diesen Bereich jetzt hier transparent. Wenn ich das Ganze auf leicht setze, dann würde das Ganze so lange funktionieren, wie ich keine Gruppen habe. Selbst wenn ich jetzt hier eine zweite oder dritte Ebene anlege, funktioniert das. Sobald ich aber diese Textdatei, also nicht diese Textdatei, diese Textebene mit einer Ebene in eine Gruppe packe, würde das Ganze nicht mehr funktionieren. Weil dann würde dieser Text nämlich nur noch innerhalb der Gruppe quasi durchstanzen. Und wenn ich das Ganze jetzt auf stark setze, dann geht das auch über die Gruppe drüber hinaus. Das heißt, leicht bewegt sich nur innerhalb einer Gruppe und stark bewegt sich wirklich bis zum Ende, bis zum Hintergrund wirkt sich das aus. Und das Tolle an dieser ganzen Thematik ist, wenn ich das jetzt hier nochmal lösche, das Tolle an dieser Thematik ist, dass ich jetzt hier den Text einfach ändern kann und das Ganze wird automatisch neu verrechnet. Okay? Super Sache, so kann ich jetzt hier zum Beispiel meinen Namen reinschreiben und dann kannst du kreativ damit arbeiten. Gehen wir nochmal ein Beispiel weiter, machen wir das Ganze hier nochmal. Also nochmal Farbfläche anlegen in einer jeweiligen Farbe. Ich nehme jetzt hier nochmal Weiß, ziehe mir eine Auswahl auf, so, fülle das Ganze mit Weiß. Gehe auf Auswahl, Auswahl transformieren, mach das Ganze ein bisschen kleiner, zack, und fülle den Bereich mit Schwarz. Und jetzt gehe ich in meine Ebenenmaske rein und ja, maskiere das Ganze im Prinzip da aus, wo ich es nicht haben möchte. Und da kann ich wirklich kreativ werden. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel das Mädchen in dem Bereich einmal rausnehmen. So. Und könnte sogar sagen, dass ich das Ganze bis hier hinten machen möchte. Das heißt, diese Pflanze ist im Prinzip so. Mein Rahmenbrecher, sage ich jetzt mal. Schauen wir mal. Könnte man natürlich hier das Ganze wieder rausblitzen lassen. Und ja, hier quasi hinter dem Mädchen wieder verschwinden lassen. Und so kannst du wirklich sehr, sehr kreativ
mit Rahmen auch arbeiten, indem man einfach Rahmen auch mal anders einsetzt. Nicht nur als Begrenzung um dein Bild herum, sondern auch tatsächlich einfach mal in deinen Objekten mit einbringen. Ja? Beziehungsweise um Objekte drumherum wandern zu lassen. Wir können das jetzt auch hier vor dem Mädchen setzen und dann hat das so einen ganz anderen Bezug. Und ich finde es eine sehr spannende Sache, da kann man auf jeden Fall sehr kreative Sachen mitmachen. Und vielleicht hast du ja auch noch weitere Ideen, wie man Rahmen kreativ einsetzen kann. Schreib es gerne unten in die Kommentare und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Abonniere den Kanal, lass mir gerne einen Daumen da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.